Willkommen zurück, Leute, zur nächsten Folge Wolfenstein. Wir sind ja hier auf unserer Farm angekommen und schauen jetzt mal, was hier los ist und was hier abgeht. Da oben war ja der kranke Vater mit mir vom Prolog am Anfang. Schauen wir mal. Stalltür öffnen. Öffnen wir sie mal. Komm schon, guck mal, Billy. Da, die Ach, Ratte ist in den Mischeimer gefallen und kommt nicht mehr raus. Da. Hier, trink. Ganz toll. Ratte sie schon, Billy, sie ertrinkt. Ist nur eine Ratte, die ist eklig. Frisst unser Essen, verbreitet Bakterien und kackt in unsere Schränke. Sie stirbt. Sie stirbt, Billy. Oh nein, die arme Ratte. Blub, 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 blub. Sie ist tot. Oh nein. Billy, guck mal! Billy! Komm zurück! Geschafft, Billy! Du Sie hast lebt sie doch. Gerettet! Kleines Kerlchen. Wir sind ein Wie alt ich da wohl war? War das 1920? Was haben wir denn Neun? Noch? Vielleicht 10. Achso, wir sollten uns vielleicht da drin nochmal umschauen. Vielleicht ist er hier noch irgendwas. Kann ich hier hoch? Was zum Lesen haben wir hier noch? Ein Franks Brief. Sonst schaut's leer aus. Gehen wir mal weiter. Wir haben hier oben noch auf dem Berg, da hinten noch was. Und schauen uns mal den Rückblick an. Ein Kreuz. Schauen wir doch mal. Ach, ja, der tote Hund. Dieses Leben steckt voller Elend. Not und Kummer, Billy. Noch bevor du das Ende erreichst, bist du alt. Aber denk dran, mein Junge. Am Ende wird alles gut. Bessie, das war ein super Hund. Aber der kranke Vater hat sie einfach umgebracht. Guck mal, ist hier hinten noch irgendwas? Nee, aber da können wir noch was anklicken. An den Baum. Mal schauen, was daraus kommt. Billy? Ja? Kann ich dir was verraten? Sicher. Und du sagst es nicht weiter? Ja, klar. Was ist es denn? Ich flüster es. Ich finde dich total süß und ich mag dich. Wenn das der Vater wissen tut, der wird's gleich nochmal in den Keller gehen. Ob du irgendwo da draußen bist, Billy? Schlägst dich immer noch durch die Welt der Lebenden? Ich
Es gibt zwei Optionen. Entweder ich zahle viel Geld für eine neue Taschenuhr. Wo kommt das denn her? Oder du steigst in den Brunnen und holst sie raus. Wo kam denn jetzt das her? Hier haben wir noch eine US-Flagge. Dann schauen wir mal rein. Mama! Papa! Was soll das Geschrei? Andy und Howie, sie sind mir nachgelaufen. Sie haben mich festgehalten und mein Taschenmesser geklaut. Was zum Teufel ist los mit dir? Wenn du das zulässt, werden sie das immer wieder tun, bis nichts mehr da ist. Ich hab dir das Messer gegeben. Du musst darauf aufpassen. Das ist deine Aufgabe. Ich rede mit ihren Eltern. Gar nichts tust du, Sophia. Ach, willst du deine Mama für dich kämpfen lassen, Junge? Jetzt geh und hol dir zurück, was dir gehört. Vorher möchte ich dich in diesem Haus nicht sehen. Der knallharte Daddy wieder. Schauen wir mal, was wir hier drin finden. Hier haben wir schon mal eine Karte. Was haben wir denn hier noch? Nochmal ein Brief. Okay, den lesen wir jetzt nicht. Also die Briefe lese ich auch nicht. So, Spielkarte wieder. Hier haben wir nochmal eine Zeitung. Mal schauen. Okay, dann gehen wir mal hoch. Oder ein Keller? Können wir hier in den Keller gehen? Ah ja, gehen wir zuerst mal in den Keller, da wo der Hund erschossen wurde. Vielleicht finden wir da ja noch was. Ah, hier war es doch. Selbst verrottend im Grab wäre ich ein besserer Vater als du. Kranker Schauplatz hier. Gold. In dem alten Keller versteckt er Gold. Oh, hier haben wir nochmal Waffen-Upgrade. Das nutzen wir doch gleich mal. Was tun wir denn upgraden? Ich bin ja eigentlich für diese... Die Dieselgun benutzen wir eigentlich auch relativ häufig, gell? Oder nee, wir nehmen die Maschinenpistole, die große. Dann nehmen wir noch das Nagelgewehr dazu, oder? Verursacht deutlich mehr Schaden, fliegt aber langsamer. Ja, genau. Das können wir eigentlich gut gebrauchen. Das ist schon so eine Art Sniper. Haben wir schon ein Zielfernrohr drauf? Eine Spielkarte. Aber... sonst ist hier nichts mehr. Dann gehen wir mal hoch. Da wartet doch bestimmt auf uns was. Irgendwas wird da schon sein. Bellets, schon da noch irgendwas. Das war doch bestimmt sein Kinderzimmer, oder? Mit dem kleinen Bett, den Schiffchen, Schreibtisch, ein kleiner. Schauen wir mal. Hey! Albträume? Sohn, ich hab versucht, vernünftig mit dir zu reden. Ich habe bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag versucht, es dir einzubläuen, aber nichts funktioniert. Jede Nacht wächst du mich mit diesem Lärm auf. Egal, wie oft ich es dir sage, im Keller gibt es keine Monster. Tut mir leid. Nachts sehe ich sie. Ganz klar vor mir. Sie kommen, um Mama zu töten. Gut. Dann machen wir Folgendes. Oh. Nimm die hier. Wow. Wir beide gehen jetzt runter in den Keller. Und wenn Monster auftauchen, erschießen wir sie. Direkt zwischen die Augen. Monster? Manchmal ist es am besten, sich Problemen direkt zu stellen. Verstehst du das? Ja, Papa. Sophia, bist du dabei? Siehst du sie? Nein, Papa. Die Monster sind weg. Ja, ich glaube, wenn du nichts Schlimmes tust, kommen auch keine Monster, mein Sohn. Haben sie wohl ein für alle Mal verscheucht, was?
Kann ich die Waffe behalten? Das wird ein gutes Spielzeug für ihn, oder? Dürfte sie jetzt behalten oder nicht? Gehen wir mal weiter. Wenn hier noch irgendwas rumliegen. Schauen wir mal hier rein. Kerze. Nee, das. Schlafzimmer. Haben wir, glaube ich, alles. Dann gehen wir ins Schlafzimmer. Level verlassen. Ja, schauen wir mal, was da drin auf uns wartet. Von der Mutter, oder? Alles verfallen hier. Was ist da hinten? Sein Dad, oder? 10 Jahre war ich nicht mehr hier. Hab eine 800 Hektar Ranch am Forneysee. Hab im Radio gehört, dass du in der Nähe von Roswell gesehen wurdest. Ich dachte mir schon, du würdest herkommen. Nichts hier drin als schlimme Erinnerungen. Warum bist du dann hier? Willst du dich verstecken? Brauchst du Geld? Tja, da bist du auf dem Holzweg, mein Sohn. Zum Betteln ist es zu spät. Nichts kann wieder gut machen, was du uns angetan hast. Wenn ich an meinen Vater denke, denke ich nur an Gefluche und Frost im Gesicht. Wann benimmst du dich mal? Du bist aufsässig, undankbar, dämlich und mit schmutzigem Mundwerk. Ich hab gesehen, wo es für dich hinging. Ich war selbst mal in dem Loch und hab alles getan, um dich verdammt nochmal da rauszuholen. Was willst du denn noch? Ich wollte behandelt werden, als hätte ich dir... Was bedeutet nicht wie Hundescheiße an deinem Schuh? Ich hab mir den Arsch aufgerissen. Aber du warst nicht zu retten. Bist du jetzt so ein Superkiller-Terrorbombenleger? Du bist auf der falschen Seite. Er gehört zum Regime, oder? Habe ich versucht, was zu bewegen. Aber alle waren gegen mich. Und als der Kanzler kam, hat sich vieles verbessert. Regimeanhänger, alles hat er gedacht. Wenn man da mitspielt, kann man ein gutes Leben haben. Frag doch mal rum! Blazkowicz ist ein Name, den man kennt und respektiert. Alles, was du anfasst, wird zu Scheiße! Ich brauch deinen Gestank hier nicht! Ein gesuchter Mörder. Bist zur Army gelaufen, als du alt genug warst? Hast deiner Mutter das Herz gebrochen? Was ist denn mit der Mutter überhaupt passiert? Sie ist weg. Seit wann, was ist passiert? Tja, es gab einen großen, gottverdammten Krieg. Und jetzt haben wir eine neue Regierung mit neuen Regeln. Sie haben sie geholt. Sie ist weg. Oh oh. Und was trägst du da für komische Sachen? Was bedeutet geholt? Sie haben alle geholt, die nicht hierher passen. Und das ist richtig. Diese Welt gehört jetzt uns. Wir müssen dafür sorgen, dass sie christlich bleibt. Du hast sie verraten. Und? Ich glaube, das war ein großer Fehler. Eine Frau, die immer nur meckert und einen Jungen zu einem Mörder erzogen hat. Aber ich habe es schon immer gewusst. Du bist einfach ein großer Haufen Scheiße. Nee, oder? Auf die Knie. Vater, ich bin dein Sohn. Auf deine verdammten Knie!
Früher hatte ich Angst vor dir. Ich hätte mir in die Hose gemacht mit einem Gewehrlauf im Gesicht. Weißt du, was ich jetzt fühle? Einen gottverdammten Scheiß. Wow. Wer war da dran? Wir haben alles gehört. Das ist schlimm. Wer zur Hölle war da dran? Frau Engel? Scheiße. Ich muss die Greifer zerstören. Sie haben das ganze Haus hochgehoben. Was gehen Sie besser mit der Gun? Werden wir sie festnehmen? Ja, Frau Inge, oder? Und bestrafen! Auf jeden Fall auch so eine Kranke. Hier können wir hoch. Moment, ich erwarte noch irgendwas zum Lesen. Wir nehmen es auf jeden Fall mit, lesen es aber jetzt nicht durch. Komm! So. Das ist der nächste Greifer. Vielleicht sollte ich doch lieber das Schiff oben entern. Das wird doch viel geiler. Ach du Scheiße. Warum bin ich überhaupt hier? Warum nicht zu Hause? Bei dir, Anya. Muss ich jetzt umbringen oder was? Hab ich schon gedacht. Komm schon! Und wir sind verhaftet. Das ist er. Gute Arbeit, Männer. Das ist er. Frau Engel. Schauen Sie, General. Der Ring von der Mutter. Oh, wie schön. Wirklich? Bless Gwitch. Also ehrlich. Wollen Sie mich lieben und ehren, bis dass der Tod uns scheidet? Hör damit. Möchten Sie die Braut jetzt küssen? Aber nicht vor der Hochzeit. Schicken wir ihn Schlaf. Jawohl. Wie, das war jetzt gerade irgendwie schlecht animiert, oder? Hier ist der Ton verzogen, oder? Sie müssen sich jetzt ausruhen, während ich alles vorbereite. Na, irgendwas passt hier nicht mit dem Ton, glaube ich. Oder haben wir da, oder weil wir benommen sind. Vielleicht war es auch absichtlich so gemacht. Ja, war wahrscheinlich absichtlich so. Du hast meinen Sohn getötet! Er hat meinen Sohn getötet! Ruhig! Ganz ruhig! Hinsetzen! Setzen Sie sich hin! Meine Pressekonferenz mit Frau Engel. War das nur Show? Und ich bin die Hauptattraktion. Nein! Ja. Nein! Nein, sag ich! Sie müssen mich zu meinem Mandanten lassen. Sehen Sie das? Lesen Sie.
Ich darf mich vertraulich mit meinem Mandanten beraten. Soll ich den Richter anrufen? Dann stehen Sie morgen auf der Straße. Also darf ich jetzt zu meinem Mandanten oder wollen Sie es darauf ankommen lassen? Oh, es kommt sogar jemand. Darf er sogar rein? Was soll das? Nehmen Sie die Kapuze ab! Sofort, Sie Wichser! Ach, kommen Sie! Wie soll er mit mir reden, wenn er dieses Ding im Gesicht hat? Nicht mein Problem, das bleibt drauf. Ach, meine Güte! Was habe ich denn im Gesicht? Dürfen wir ein bisschen Privatsphäre haben? Oh, Sie sehen scheiße aus, Mann. Verdammt! Als ob Sie bald abnippeln. Wirklich, steht Ihnen nicht gut. Hannibal-Maske vielleicht. Aber hören Sie zu, die Verhandlung ist in ein paar Wochen. Danach wird man Sie hinrichten. Die werden die ganze Farce weltweit im Fernsehen bringen. Sehr gut. Der Scheiß wird aber so nicht laufen, da wir Sie verdammt nochmal hier rausholen werden. Und zwar jetzt. Der Plan mag riskant sein. Denn die Sicherheitsvorkehrungen sind extrem, aber wir müssen's wagen. Okay? Echt? Unglaublich, was ich alles tun musste, um hier reinzukommen, obwohl ich hier verfickter Anwalt bin. Ich bin wirklich angepisst. Aber hey, ich werde so tun, als hätten sie mich angegriffen. Und wenn die Kackwache reinkommt und sie sucht, schleiche ich mich an und ramme ihm das kleine Schätzchen hier direkt in den Schädel. Ich nehme seine Schlüssel und seine Waffe und dann rolle ich sie zum Aufzug. Niete alles sehr um, was Plan. Unterwegs auftaucht. Dann runter zur Garage, wo Bombarde, Anja und die anderen mit dem Fluchtwagen warten. Okay, bereit? Möge die Freakshow beginnen. Scheiße. Das tut so weh. Da. Sie haben ja keine Ahnung. Nehmen wir Ihnen das Scheißding ab. Okay. Sobald wir draußen sind, kommt die Verfolgungsjagd. Ein Kugelhagel. Die haben verdammte Panzer. Wir aber haben ein Ass im Ärmel. Mhm. Wenn wir so weit kommen, schaffen wir es. Schwierig wird der Weg zu der Garage. Hey! Hilfe! Machen Sie die Tür auf! Er hat mich angegriffen, Mann! Hat mir die Nase gebrochen, ist dann durch diese Tür entkommen! Dieser verdammte Terror-Billy, er läuft frei herum! Zurück! Und er hatte Hilfe! Sie kamen durch diese Tür und haben ihn geholt! Das war ein Außerirdischer, Mann! Frau Engel. Schnitt! Schnitt! Oh, Müllermann! Die haben Talent! Die sollten vorsprechen und zum oh, Film gehen! Guter Schuss, General! Der die Frau Engel. Noch. Jetzt nicht mehr. Idiot! Der war schon tot, als er das Gebäude betreten hat. Tapferer kleiner Liebling, ich bin dein, du bist mein Liebling, du lieblich. Das kranke Miststück, hä? Mund aufmachen. Los. Aufmachen. Genau so. Wie schmeckt das? Psch. Schmeckt das Schießpulver der Kugel, die ihren Freund getötet hat. Du wirst es noch erfahren, wie das schmeckt. Wie fühlt sich das an? Magst du den Geschmack? Oh, hören Sie das? Das ist meine Truppe, die ihre Freunde in der Garage angreift. Sie langweilen mich. Super. Ich werde jetzt dort ich muss unten irgendwie freikommen. Spaß haben. Anja. Meine Familie. Dieses kranke Mischstück, die Frau. Wochen vergehen. Oder mehr. Ich schwinde dahin. Und ich bete für das Ende.
Wegen Diebstahls, Zerstörung diversen Eigentums, Unterstützung des Feindes, Folter, Terrorismus mit Atomwaffen im In- und Ausland. Hochverrat, das jetzt hier, und grausamer das ist ein geiler Gerichtssaal. In tausenden Fällen wurden sie schuldig gesprochen, William Joseph Blaskowitsch. Selbst Männer wie ich blicken dem wahren Bösen nur selten ins Antlitz. Und es schmerzt mich, dass ich sie nur zu etwas so Banalem wie der Todesstrafe verurteilen kann. Tod, Herr Blaskowitsch! Der schnelle, reine Tod! Gerichtsdiener! Super. Ich konnte mich... Komm, wir befreien uns. So! Herr Richter! Jetzt übernehmen wir das Gerichtsgebäude. So. Was hat das hier eigentlich für eine Waffe da? Ah, jetzt habe ich die richtige. Keine Schuss mehr. Was da auch nicht mehr? Brauch Munition, scheiße. Hier habe ich doch was. Ist das ein Shotgun oder was ist das? Kranker. Terroristen! Schon wieder, Frau Engel. Fügen Sie sich unserem Hammer der Gerechtigkeit! Die Frau Engel. Wir brauchen unbedingt Munition. Leben und Rüstung schaut auch einigermaßen gut aus. Okay, sterben. Auch nochmal großer. Was? Ist hier nicht raus oder was muss ich hier machen? Ich laufe jetzt einfach mal raus. Nahkampf ist doch deutlich besser, oder? Ah, scheiße. Verschlossen. Oh Mann, ey. Wie kommen denn hier wieder? So ein großer. Nochmal Munition einsammeln. Fliehen. Durch die Haupttür. Ja.
Aber Leute, die Folge war jetzt schon richtig lange. In der nächsten Folge seht ihr dann, wie es weitergeht, wenn wir hier aus der Tür rausgehen. Ich bin schon mal gespannt, was Frau Engel uns hier vorbereitet hat. Bis dahin, macht's gut, euer Nox. Ciao.